Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde Peyton spielt heute zum allerersten Mal GTA. Das ist ein ganz friedliches Spiel. Dafür habe ich dir auch extra einen Controller hier besorgt, beziehungsweise nicht besorgt, sondern einfach unten in der Schublade gefunden. Der ist von 2015. So sieht der raus. Ja, also, los geht's. Ja, wie los geht's? Was soll ich machen? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das hier links, das hier links. Wie läufst du denn? Ich hab's noch nicht so drauf. Das ist auf jeden Fall dein Auto, Peyton. Du kannst jetzt den gelben Knopf drücken, genau, perfekt. Und jetzt kannst du einsteigen. Gib mal Gas. Wir fahren jetzt einfach mal los und erkunden ein bisschen Los Angeles. Genauso wie Peyton natürlich auch in echt fährt, meine Damen und Herren. Ganz chillig. Die Karre ist direkt Schrott. Krieg das hin. Schaffst du es, bis ins Zentrum zu fahren, ohne eine Sache zu rammen? Ist doch schon zu spät. Das stimmt. Hä, das ist mir zu kompliziert. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Es ist einfach... Ah. Der hupt auch noch. Aber irgendwie habe ich die Dings noch nicht so drauf, die Steuerung. Ja, es ist auch ziemlich kompliziert, bin ich ganz ehrlich. Bei GTA ist es auch nicht so, dass man irgendwie... Ich meine, wie lange fährst du eigentlich gerade? Ich wollte die überholen. GTA hat schon eine recht komplexe Steuerung, aber es ist halt auch ein sehr, sehr komplexes Spiel, was halt fast schon seit 10 Jahren draußen ist und die haben immer noch nicht GTA 6 ansatzweise vorgestellt oder was dazu gesagt. Also, da, Peyton, wie kannst du denn jedes Auto mitnehmen, was da irgendwie steht? Ich hab die Steuerung nicht so drauf. Egal, wir sind jetzt auf jeden Fall in Downtown hier vorne. Das ist doch nicht wahr! Machst du das extra? Nein. Warum fährt der vor mir nicht? Weil rot ist. Jetzt ist grün, das heißt, wir können fahren, Gas geben. Perfekt. Rechts wir hoch? Sind in, ja, fahr mal rechts hoch. Wir sind in Downtown, meine lieben Freunde. Also in L.A., beziehungsweise in GTA heißt das, heißt die Stadt nicht L.A., sondern sag mal, wollen wir hier Stecken suchen oder was? Ja. Fahren wir einfach mal weiter geradeaus. Genau, da die Leitplanke noch mitnehmen. Jetzt hier von, oh, guck mal, das perfekt. War gut. Das, war richtig gut. Guck mal hier, oh, das war das wieder. War nicht so. Oh. Nicht runterfallen. Ich kann das nicht so gut koordinieren. Ein Ticken weiter geradeaus jetzt. Das war die G-Klasse. Haben das Auto? Oh. Das war der Jeep. Ja. Links müssen wir eigentlich. Ja. Wieder drehen. Wie bremse ich denn? Geradeaus gemusst. Ich drehe hier jetzt nicht. Also bleibst du hier stehen. Ich fahre jetzt weiter. Nee, ich biege links ab. Rechts einordnen. Und jetzt rechts abbiegen. Perfekt. Guck mal, da sind wir auf der richtigen Straße. Was siehst du ganz am Ende? Das Hollywood Sign. Perfekt, genau. Noch einen Ticken weiter geradeaus. Wir sind jetzt hier gerade an der Ecke Hollywood Boulevard. Ich komme jetzt gleich ins etwas schönere Los Angeles, zu den schönen Häusern. Warum bleibst du zwischendurch mal stehen? Mein Auge hat gejuckt. Guck mal, ich will los, aber er fährt nicht. Eine Hupe gibt's immer noch nicht, oder? Jetzt fährt er. So. Guck mal. Okay, Gas geben. Guck mal. Hä? Der hinter mir wollte mich schon überholen. Ja, okay, wir fahren erstmal weiter. Überhol den mal, der nervt. Ja, ich hasse Sonne. Nee, ich kann ihn nicht überholen. Dann klar kannst du, guck, safe. So. Wir fahren jetzt mal ein Stück geradeaus erstmal noch und gucken uns mal ein paar schöne Häuser erstmal an. Shoppen gehen wir gleich, da sind wir nämlich gerade dran vorbeigefahren. Aber ich wollte erst mal shoppen. Ja, okay, dann fahren wir shoppen. Nee, wir fahren doch nicht zurück. Lass mich da fahren. Nee, nicht wieder umdrehen. Dann fahren wir doch nicht shoppen. Wir suchen dir jetzt mal ein schönes Haus hier in GTA Los Santos. Wo willst du denn gerne mal hinziehen? In die Hills? Da sind wir. Okay, du fährst weiter. Also, wir suchen Peyton ein Haus. Ich habe gerade schon eine Ecke markiert. Du hast ja die komplette Hinterschürze da abgefahren. Ich hoffe, du schneidest rein, wie scheiße du gefahren bist. Was? Wir fahren jetzt mal an den Strand, würde ich sagen. Und noch weiter geradeaus. Guck mal, hier überall schön mit den Palmen und so, ne? Wahnsinn. Weiter geradeaus. Ich kann nicht, da sind Autos. Ja, kannst du ja überholen. Perfekt. Auch nochmal angeditscht. Und den Baum nehmen wir auch noch mit. Super. Ich würde sagen, wir nehmen ein anderes Auto. Warum tötest du die Frau? Ein paar Sekunden später. Oh oh. Auf dich wird geschossen, Peyton. Auf mich? Weil du den Eiswagen überfahren hast. Oh, und jetzt bist du auch noch in den Auto. Du hast 2 Sterne von 5. Das heißt, ich jag jetzt die Polizei. Fahr weg, ganz schnell. Wir müssen uns jetzt ganz, ganz dringend verstecken. Ja, so, einfach fahr. Das war schon wieder der Baum. Rückwärts. Und das war das Schild. Und jetzt vorwärts. Und Gas geben. Einfach los. Einfach fahren. Einfach fahren. Fahr die Straße runter.
Runterfahren, genau, sehr gut. Wir müssen jetzt einfach vor der Polizei abhören. Ich lotse jetzt ein bisschen, ne? Hier links war gerade die Playboy-Menschen, by the way. Wir müssen jetzt nach rechts. Fahr mal rechts rum. Ich kann nicht rechts fahren. So. Jetzt kannst du rechts fahren. Perfekt. Guck mal, das war gut. Also, jetzt rechte Spur wieder abbiegen. Gib Gas. Die Polizei ist in der Gas geben! Wir geben nicht auf. Weiter geradeaus, einfach runter zum Meer. Links. Das meinte ich nicht. Fahren wir die Straße weiter entlang. Okay, alles easy. Da rein. Alles gut. Unten. Jetzt bitte links abbiegen. Links abbiegen. Um die Kurve. Das ist... Nicht links. Scheiße. Ich muss falsche Richtung. Du fährst jetzt hier rechts rein. Sehr gut. Weiter rechts. Wir sind am Strand. Weiter links. Links. Und jetzt geradeaus. Oh, Santa Monica. Ja, wir verstecken uns unter den, dem Pier. So. Cello? Das ist sehr gut, glaube ich. Ja? Also die suchen uns auf jeden Fall, steht auf der Karte. Und ich glaube, wir sind safe. Ja, wir haben es geschafft. Wir fahren jetzt mal in Richtung Skaterparadies. Boah, cool. Boah, diese Spiele, wirklich, sowas finden echt nur Typen nice. Ich kenne kein Mädchen, der so ne, was so eine Scheiße spielt. Ist doch voll cool. Guck mal, du bist ja in Los Angeles gerade. Ja, super. Aber wo sind die Skater? Vielleicht in der Schule. Wir sind doch aber nur hier, um die Skater zu sehen, oder? Kannst du nicht selber skaten? Ne. Ja, das ist chillig. Wir können ins Meer gehen, schwimmen. Warum gehe ich jetzt schwimmen? Keine Ahnung, das ist nicht. Bist du schon mal das Riesenrad gefahren? Nein. Ich habe da immer nur Menschen getötet. Ich meine, in echt. Ach so. Ja, da auch. Ah, ich bin das alles schon einmal gefahren. Das war voll lustig. Nee, du machst die Hand eh wieder weg. Okay, wir steigen ein, meine Damen und Herren. Einmal kurz die Treppe da vorne hoch. Hier den Schaffner. Komm, wir brauchen kein Ticket. Und dann, wer das da ist, drücke ich um das Riesenrad. Fahrt kostet 8 Dollar? Habe ich 8 Dollar? Ich habe da 8 Dollar. Guck mal, passend zum Abschluss des heutigen Videos, meine Damen und Herren, fahren wir eine Runde Riesenrad. Guck mal, wunderschöner Ausblick hier. Hinten Golden Gate Bridge, rechts Köln-Bonn Airport. Ja. Wundervoll. Du solltest Reiseführer werden. Auch richtig schöner Sonnenuntergang, den wir hier sehen. Der ist wirklich schön. Der geht wirklich klar, ja. Was haben wir hier? Downtown. Hier links haben wir die Hills. Venice. Hier das Riesenrad. Und ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang, meine lieben Freunde, beenden wir dann jetzt auch das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, wie Peyton zum allerersten Mal GTA 5 gespielt hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um auch weitere Videos auf meinem Kanal nicht zu verpassen. Welches Spiel soll Peyton als nächstes spielen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Du hast die letzten 10 Worte. Warum denn 10? 10 sind viel zu viel. Ich habe jetzt 10. Tschüss.